Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part des Arena Battle 3. Ja, und damit willkommen zu neuen Kämpfen hier in diesem Projekt. Ja, ich wollte mich erst einmal bedanken oder sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass die Special Parts sehr gut bei euch ankamen. Also wo wir einmal mit Present zusammen aufgenommen haben und Kämpfe kommentiert haben und einmal zusammen mit Blocky jetzt zuletzt. Und demzufolge würde ich das auch ganz gerne weiterhin beibehalten. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, hey, bring doch mal den hier ins AB. Lass doch den mal auf die Kämpfe reagieren. Dann schreibt sehr gerne mal rein, was für Vorschläge, was für Ideen ihr da habt, welche Leute ihr in diesem Projekt mal sehen wollt. Und dann gucke ich mal, was möglich ist, ob die Leute Bock drauf haben, ob ich irgendwie Connections überhaupt dahin habe. Aber schreibt gerne mal alles rein, worauf ihr Bock haben würdet. Und ja, dann kommen wir zu diesem Kämpfchen hier. Nämlich dem Pflanzenleiter Blocky, der hier gegen Loris aka L54317 antritt oder so. Keine Ahnung, wie die Zahlenkombination lautet. Aber Loris hat sich auf jeden Fall schon einen Orden sichern können in seinem einzigen Match, und zwar den Nautic-Orden, den eben auch noch nicht so viele Personen aktuell haben. Blocky hat zuletzt ebenfalls gewonnen und demzufolge verspricht das hier doch ein interessantes Match zu werden, wobei Loris ein Pokémon hat, was Blocky, ja, sehr gefährlich werden kann, und zwar X-Bart. Denn X-Bart ist Flug, Gift, beides trifft Blocky relativ gut. Gegen Gift hat er so ein paar Antworten mit Silvaro, mit Bisaflor, mit Giflor. Das geht schon klar, aber gegen Flug sieht schon schwieriger aus. Da hat er nämlich nur Kurelei. Ansonsten trifft Flug sein gesamtes Team sehr effektiv. Und Kurelei ist jetzt nicht das Pokémon, was gegen X-Bart sonderlich viel machen kann. Kommt natürlich auf Set drauf an, aber ich ahne hier sehr, sehr Übles. Also X-Bart auf jeden Fall ein Mon, was man gegen den Flug leider, gegen den Pflanzen leider nicht zwingend mitnehmen sollte, wenn es ein super spannendes Match werden soll. Andererseits muss Blocky sich natürlich auf diese Pokémon vorbereiten. Deswegen hat er hier vielleicht auch irgendwo einen versteckten Fokuscode, eine Antitypenbeere oder irgendwie sowas, um X-Bart entgegenzukommen. Ansonsten bringt Loris hier noch mit sein Absol, sein Bronzong, ein Duflor, ein Miltank und ein Starmie. Auch Starmie natürlich mit Wahlglas, Analyse, Eistrahl beispielsweise. Ein sehr gefährliches Mon für Blocky. Aber das, denke ich mal, ist noch besser handelbar, weil es natürlich mit Pflanzenattacken nicht ganz so gut umgehen kann. Blocky hat Silvaro, Bisaflor, Shaymin, Kapilz, Kurelei und Giflor. Let's go, auf in den Kampf, mal sehen, wer das gewinnen wird. Für mich muss Blocky hier schon fast ein Wunder schaffen, um dieses X-Bart irgendwie rauszunehmen. Oder Loris spielt halt nicht so safe mit seinem X-Bart. Das kann natürlich auch passieren, dass er beispielsweise gegen Mega Bisaflor auf den Sturzflug drückt, Bisaflor das irgendwie knapp überlebt und dann, ja, dann wird schon schwierig. Womit soll Bisaflor das Ganze revengen? Da hat es nicht so viel. Und deswegen X-Bart hier, denke ich, auch der beste Lead. Mit dem kann man direkt Druck machen, direkt auf die Kehrtwende gehen. Oder direkt auf den Z-Move, und zwar auf den Z-Flug-Move, was, denke ich, direkt der Z-Sturzflug ist, was Silvaro nur dann tanken kann, wenn es einen Fokus-Code haben sollte. Und das X-Bart der Lead ist, denke ich, anzunehmen, denn auch mit der Kehrtwende zum Beispiel drückt es sehr effektiven Schaden gegen vieles. Ist halt ein sehr schnelles Pokémon, was vieles outspeedet. Und da mal schauen, ob Blocky da, ja, vielleicht dran gedacht hat. Oder ob Bad Head Harry hier einfach sterben wird. Es tankt das, was? Den Z-Flug-Move? Ist es ein spezielles X-Bart? Weil Silvaro hat keine gute physische Verteidigung. Und Blocky spielt das, glaube ich, ganz gerne speziell defensiv. Das bedeutet, glaube ich, es ist speziell, ja. Okay, ein spezielles X-Bart macht Blocky deutlich weniger Probleme. Natürlich immer noch ein gefährliches Mon, aber deutlich weniger. Blocky spielt aber super passiv dagegen. Ah, ich weiß nicht, ob das da, also wahrscheinlich dachte er, dass X-Bart rausgeht. Aber schon Rückenwind ist so ein Ding, wo ich mir sage, ah, weiß nicht. Da muss Druck kommen gegen das Teil. Man darf das jetzt nicht noch sich setupen lassen. Ist Schattenstoß der beste Play, den er dagegen hat? Tja, falls ja, dann, dann hat dieses Silvaro hier nichts gemacht. Es hat zwar den Z-Move getankt, aber hat noch dazu geführt, dass X-Bart sich auf plus 2 aufsetzen kann. Und der Rückenwind endet jetzt eben auch. Also hätte Blocky einen irgendeinen Wechsel machen müssen, irgendetwas, um Druck auszuüben. Vielleicht auch irgendwas droppen lassen müssen, um Druck auszuüben. Ich weiß es nicht, ja. Da kommt nochmal Luftschnitt. Erstaunlicherweise keine Matschbombe. Die hätte hier auf jeden Fall schon gereicht. Und Woodstock geht wieder auf den Rückenwind. Wieder passiv. Druck muss her dagegen. Diebeskuss, auch das wird keinen Schaden machen. Und damit droppt das zweite Pokémon hier.
Also ich weiß nicht, vielleicht... Ja, es könnte vielleicht gerade so den Luftschnitt noch überleben. Aber X-Bart denkt sich so, ja komm, das Kugelei kann mir eh nichts. Dann kann ich auch auf plus 4 gehen. Und genau das stimmt. Das hätte er schon gegen Silvaro machen können, auf plus 4 gehen können. Jetzt haut Woodstock die Egelsamen raus, aber jetzt könnte es schon einfach viel zu spät sein. Weil, ja, Blocky Slayer geht jetzt hier auf den Luftschnitt. Das war's mit Woodstock, daher auch kein Egelsamenschaden. Also da fehlt Blocky echt momentan an Coverage-Moves, an guten Moves dagegen. Gegen Flug, gegen Gift, irgendwas muss er da ändern an dem Team, an der Teamkonstellation. Jetzt kann One-Up reinkommen, wird immer noch outspeedet, obwohl der Rückenwind aktiv ist, glaube ich. Ja, das war's mit One-Up. Ja, das war, egal wie das Match jetzt noch weiter verlaufen wird, kein guter Start. Aber erstaunlich, dass das immer noch nicht schneller war auf plus 2. Hat das weniger als 100 Indit? Weil X-Bad kann ja nur 200 maximal haben und Wahlschall kann es ja nicht haben. Also, weird. Sehr weird. Okay. Ja, jetzt kommt die Matchbombe von Giflor. X-Bad geht jetzt hier auch nur deshalb raus, weil es sonst komplett durchcarryen würde. Also komplett alles vernichten würde. Schwierig. The Real Block. Miltank fängt hier die Matchbombe ja, nicht wirklich gut ab. Okay, ab. Nicht wirklich gut ab. Aber Giflor wird wahrscheinlich langsamer sein, oder? Denke ich mal. Auf jeden Fall geht Miltank jetzt sogar raus. Und Blocky Slayer kommt wieder rein. War das das X-Bad? Ja, also den Wechsel habe ich nicht wirklich verstanden. Also wahrscheinlich war es deswegen, weil er jetzt nicht mit X-Bad vernichten wollte. Aber am Ende muss er doch auf X-Bad gehen und opfert es dadurch. Also, Leute, wie schon gesagt, ne, wenn ihr sweept, dann sweept zu Ende. Weil dann irgendwie noch abzubrechen und zu sagen, ja, jetzt zeige ich noch mein restliches Team, zieht die Kämpfe halt nur in die Länge. Wenn der Kampf entschieden ist, dann beendet es auch. Das finde ich, also ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt gerne euch dazu in den Kommentaren mal äußern. Aber ich finde es immer respektlos, wenn man dem Gegenüber dann sagt, ja, okay, komm, ich gebe dir noch eine Chance. Weil ich will schon ein Duell haben, ich persönlich ein Duell haben, wo ich sage, yo, wir sind hier auf einem Niveau. Also wir kämpfen, jeder gegeneinander, wir haben beide die gleichen Chancen. MLB, mehr oder weniger. Und wenn der eine zum Sweep ansetzt oder der andere, dann zieht man das halt durch. Ne, dann hat man halt verloren, muss man sich dann eingestehen, dass man in diesem Match nicht so gut war. Ja, und hier zieht es den Kampf halt nur in die Länge. Also raus. Vielleicht gab es einen Grund für die Auswechslung, aber ich erkenne keinen. Weil jetzt geht X-Bad wieder auf den Ränkeschmied, pusht sich wieder. Und dann sind wir wieder an der Ausgangssituation, nur dass halt ein paar Runden noch mit dazugekommen sind. Aber grundsätzlich hat Blocky hier irgendwie offensiv gar nichts gegen dieses X-Bad. Also, wir haben gesehen, Kugelei hatte nichts. Logisch. Wir haben gesehen, Silvaro hatte nichts. Hätte zumindest eine Schattenfessel oder so sein können. Natürlich kommt es immer auf das Moveset an, aber doppelten Rückenwind zu spielen nimmt halt schon zwei Slots weg. Und wenn du dann nichts hast, was hier irgendwie vollstrecken kann, wird schon schwierig. Shaman überlebt. Und Shaman kriegt den Flinch. Hat hier die 50%-Bäre. Die Eifelbäre nochmal. Und was ist hier der Move? Heilopfer. Auch nur ein passiver Move. Auch nur ein passiver Move. Also vielleicht auch Shaman nichts gegen X-Bad. Und er... Also X-Bad ist so eines der Mons, wogegen er sich auf jeden Fall vorbereiten muss. Und ich habe mit Blocky schon drüber gesprochen, auch über die Situation mit X-Bad. Wahrscheinlich meinte er dieses Duell hier, dass es ausgerechnet das Team war, was halt nichts gegen X-Bad hatte. Aber ich glaube, es darf kein Team geben, das nichts gegen X-Bad hat. Er muss sich immer irgendwie eine Möglichkeit übrig behalten, irgendwas gegen Flug-Pokémon oder gegen schnelle Pokémon oder so aufzubewahren. Entweder mit einem Focus-Code oder mit Pokémon, die echt tanky sind. Oder mit Spiegelcape, Konter, Einschläfern mit Pilzspore oder, paralysieren, Strolchmons, ich weiß nicht. Es wird viele Möglichkeiten geben und irgendeine Möglichkeit muss er halt im Team haben, falls da irgendwas Schnelles ist, was alles auseinander nimmt. Dass da noch irgendwas gegenhalten kann. Das wäre so mein Tipp für die Zukunft. Ansonsten kann es immer wieder zu solchen Matches kommen, weil es viele andere Pokémon gibt. Auch gegen Tauboss hätte er jetzt nicht sonderlich viel gehabt, gegen so einen Mega-Tauboss zum Beispiel, das einfach mit Orkan durchmarschiert. Weil was hätte Silvaro dagegen machen sollen? Da hätte nicht mal Schattenstoß mehr was gebracht. Rückenwind, okay, ja. Aber dann stirbt Silvaro eben auch. Rückenwind ist eine coole Attacke. Ob ich es doppelt spielen würde, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber mal schauen, wie sich das in Zukunft noch verändern wird. Wie gesagt, alle Leiter müssen dazu lernen und durch solche Niederlagen lernt man immer viel dazu. Loris holt sich hier also relativ problemlos seinen Orden und damit herzlichen Glückwunsch zum Orchideenorden. Applaus, Applaus. Viel Erfolg weiterhin an Loris und natürlich auch an Blocky, der, denke ich, ja, wie jeder Leiter mehr und mehr erkennen wird, okay, wo sind die Schwachstellen in meinem Team, wie bessere ich die aus und gerade auf diese Entwicklung
Ich habe es schon vor ein paar Parts gesagt. Bin ich sehr gespannt. Es dauert eben nur, diese Entwicklung zu beobachten. Aber ich denke, wir werden sie noch zu Gesicht bekommen. Von daher springen wir rein in Kampf Nummer 2 für heute. Let's go. Und hier sehen wir unseren Normalleiter Kusha, aka Hydronic, der natürlich wieder mit seinem starken Normalteam unterwegs ist und versucht, seine Statistik weiterhin erfolgreich fortzuführen. Denn aktuell ist er seit 4 Spielen ungeschlagen. 2 Siege in Folge hat er, dazwischen kam noch ein Unentschieden. Und von daher ist er dabei, ebenfalls eine lange Siegesserie aufzubauen. Ich glaube, der Rekord liegt momentan bei 3 Siegen in Folge, was zum einen ich halte, zum anderen Lauris gerade erst im letzten Part geknackt hat. Und eben Kusha kann sich diese Siegesserie so gesehen auch sichern. Unentschieden zählt natürlich auch als Sieg, aber in der Statistik vermerken wir es trotzdem als Unentschieden. Und demzufolge hat Kusha auf jeden Fall die längste ungeschlagene Serie und die längste Siegesserie kann er sich jetzt ebenfalls holen. Und dann wäre es ein Rennen zwischen Lauris und Kusha, weil wir sind erst einmal außen vor, da wir ja schon eine Niederlage leider erlitten haben beim letzten Mal. Naja, ja, Kusha hat auch schon in die Kommentare geschrieben, dass er dieses Team, dass er mit diesem Team sehr viele Kämpfe am Anfang gemacht hat und es dann aber in Zukunft noch ändern wird. Würde ich mich natürlich drüber freuen. Er hat aber genauso auch gesagt, dass es wenige Kämpfe geben wird, in denen bestimmte Mons fehlen werden, wie zum Beispiel Pixie, was für ihn unerlässlich ist. Aber ich glaube, auch für Pixie gibt es einige Ersatzmons, die man noch wählen kann. Und da spiele ich jetzt nicht unbedingt nur auf Pipi an, weil Kusha hat sehr viele, oder all seine Ausnahmen sind Feenausnahmen. Und Fee passt super gut rein, um diese ganzen Kampfschwächen, oder die einzige Schwäche, nämlich Kampf, abzuwehren. Mit Granbull, mit dem Bedroher Granbull hat man eine sehr gute Möglichkeit, meines Erachtens. Mit Togekiss hat man eine wunderbare Möglichkeit, weil es einfach vierfach resistet. Togekiss defensiv super strong ist, aber auch offensiv viel machen kann. Das heißt, man kann hier, wenn man unbedingt diese Resistenz gegen Kampf mit dabei haben möchte, was natürlich empfehlenswert ist, kann man Togekiss auf so viele Arten spielen. Mit Wunschtraum, das übliche Paraflinch-Set, offensiv, defensiv, wie auch immer, Support, Staffette, dies, das, jenes. Also da kann man echt viel machen, um nur bei diesen Feen-Pokémon zu bleiben. Und ich glaube auch, im reinen Normaltypus gibt es ebenfalls noch viele Pokémon, die diesen Job gut erfüllen können. Beispielsweise ein defensives Staraptor mit dem Bedroher. Kampf ist ebenfalls nur neutral und durch den Bedroher wird das Ganze nochmal abgeschwächt. Sollte ebenfalls gut in der Lage sein, gegen die Kampftypen klarzukommen. Dann hat es noch sowas wie Daunenreigen, eine gesunde Initiative und kann dann wirklich hier ganz nette Problemchen verursachen. Genauso wie es da noch viele, viele weitere Nischen-Pokémon gibt. Und da wünsche ich mir noch mehr, dass in die Richtung dann auf Dauer gegangen wird. Aber bis dahin müssen wir uns, denke ich, noch ein bisschen gedulden. Wenn ihr Vorschläge habt, was Kusha mal so ausprobieren könnte, könnt ihr das natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir gucken uns jetzt erstmal Maxis Team an. Maxi hat zweimal angetreten bisher, zweimal verloren. Aber zweimal, glaube ich, durchaus interessante Teams gespielt. Und auch dieses Mal tritt er mit einem Mono-Käfer-Team an. Ja, was schwierig werden könnte, weil Normal meiner Meinung nach einfach der stärkste Typ ist und Kusha spielt, sage ich mal, auch so das Standard-Normal-Team, was wirklich stabil unterwegs ist. Und da muss Maxi schon einiges leisten, um hier den Sieg zu erringen. Er hat natürlich einige Powerhäuser wie Donarion, was speziell sehr viel Schaden macht und potenziell Mega Pinsir, was offensiv sehr viel Schaden macht und so. Aber auch Ariados und Maskeregen, die natürlich so ein bisschen stylischer sind und wo man gucken muss, wo sind deren Aufgabenbereiche. Eins von beiden wird bestimmt wieder das Klebenetz legen. Ich glaube, wir haben das Team auch schon mal gesehen, bin ich mir aber nicht sicher. Shirox ist noch mit dabei, Tactus ist noch mit dabei. Alles Pokémon, die hier sehr wichtig werden könnten. Ich würde sagen, wir springen rein ins Battle und gucken uns an, wer sich hier letztendlich durchsetzt. Favorit ist, denke ich, Kusha. Und das sagt man nicht häufig, aber es ist eben gerade ein Monotype-Battle zwischen den beiden. Und normal, wie gesagt, ist, glaube ich, im Vorteil gegen quasi jeden Typ. Nur gegen Kampf wird es ein bisschen schwierig. Und gegen, ja, gegen Geist würde ich auch sagen, dass sie eher im Vorteil sind, weil es eben so Rauflost-Mons gibt, wie Katja hier in dem Fall. Demzufolge, meiner Meinung nach, normal der stärkste Typ. Schreibt doch mal rein, ob ihr da anderer Meinung seid. Ob ihr sagt, okay, ich finde den Wassertyp beispielsweise auch super, super strong oder den Feentyp oder den Drachentyp. Was sind so eure Top 3 Typen von der reinen Stärke her? Was meint ihr? Wie würdet ihr das einschätzen? So, Katja geht hier erstmal auf den Mogli und damaged Donarion hart an. Das hat wirklich jede Menge Schaden gemacht, weil es eben auch noch ein Crit war, soweit ich weiß. Und jetzt kommt Maskeregen rein, droppt hier den Bedroher und Maskeregen sollte sehr gut gegen die Kampfattacken funktionieren. Gegen die Normalattacken wird es kritisch, denke ich. Aber wir sehen, Maskeregen tankt gut. Auf jeden Fall.
Und hat eben mit dem Ruheort auch eine Möglichkeit, sich wieder hochzuhalten. Und könnte hier daher wirklich als physischer Tank fungieren. Wenn es dann zusätzlich noch Toxin oder so mit dabei hat, ja, könnte das hier eine gute Arbeit verrichten. Aber es geht direkt raus auf den potenziellen Switch und geht in Was treibst rein. Das ist Ariados, das jetzt hier Porygon gegenübersteht. Und die Ente ist schneller, drückt auf die Psychokinese, was Ariados auch nicht ganz rausnimmt, sondern nur ein bisschen über die Hälfte macht. Wird natürlich reichen dann, um im nächsten Turn das rauszunehmen, aber Klebenetz ist jetzt zumindest schon draußen. Ariados jetzt sterben zu lassen, würde ich aber als relativ kritisch betrachten, weil, ja, du dann das Klebenetz, dann der Gegner einfach nur das Klebenetz wegmachen musst und du keine Chance mehr hast, das jemals wieder rauszuholen. Tatsächlich wechseln beide Trainer jetzt aus und wir haben Shirox gegen Staraptor, wo Shirox so ein bisschen im Vorteil sein dürfte, weil es hier mit dem Patronieb schon mal netten Schaden draufdrücken kann und wir sehen, ja, ist nicht viel Schaden, aber ist Schaden und Kusha nutzt die Chance erstmal, um mit Auflockern hier das Klebenetz wieder zu entfernen, bedeutet Ariados hat bislang noch nichts wirklich gerissen. Aber Staraptor hat schon mal ein bisschen Chip-Damage abbekommen, was sehr wichtig sein kann. So, jetzt kommt Simba rein. Damit muss man natürlich rechnen, dass jetzt hier eine Auswechslung kommen könnte. Und Shirox macht es richtig, geht hier auf die Kehrtwende. Anspendung bei Simba übrigens sehr gut, weil das normale Shirox hier potenziell natürlich eine Anti-Feuerbeere tragen könnte. Und ja, mit Anspannung kannst du diese ganzen Bären eben nicht mehr nutzen. So, jetzt kommt Bromley rein. Bromley ebenfalls sehr gefährlich, kann hier mit einer Wasserdüse guten Schaden machen, mit einem Aqua-Durchstoß guten Schaden machen oder auch mit einem Überrumpler guten Schaden machen, wobei der natürlich resistet werden würde. Geht hier aber erstmal auf den Abschlag, was gegen Pixie natürlich keinen Damage macht, aber die Überreste entfernt. Und auch das ist, denke ich, eine Sache, ja, die nicht zu unterschätzen ist. Das nimmt man schon gerne mal mit, dass Pixie hier keine passive Heilung mehr hat. So, der Aqua-Durchstoß wird, glaube ich, auch nicht super viel Damage machen, aber mal schauen. Oh, 50 KP gerade mal. Also da konnte man von Bromley vielleicht sogar ein bisschen mehr erwarten. Vielleicht ist es etwas defensiver investiert. Pixie sehr wahrscheinlich vollkommen physisch defensiv. Würde ich für einen Pixie, was zumindest als Kampf-Switch in dienen soll, auch empfehlen, weil Kampf ist ja meistens physisch. Wir sehen, jetzt hat es ein bisschen mehr gemacht und der Verteidigungsdrop kommt. Demzufolge wird es für Dickerchen jetzt etwas schwieriger, geht hier aber auf die Donnerwelle, bleibt also drin. Mal sehen, ob Tag das direkt die Fullpara bekommt. Man bekommt immer die Fullpara am Anfang, aber dieses Mal tatsächlich nicht. Und Aqua-Durchschuss kommt nochmal durch, wird hier massiven Damage drücken. Jopp, das ist in Ordnung und er bekommt nochmal den Verteidigungsdrop. Für Dickerchen also nicht unbedingt die beste Option, sich hier hochzuheilen. Trotzdem macht es Kusha und spielt hier, denke ich mal, auf die Fullpara. Ansonsten wird der Aqua-Durchschuss jetzt echt schon massiven Schaden machen. Oh, und Tektus geht aber auf den Abschlag und macht damit hier den Missplay und macht nicht weiterhin Druck, hat damit die Auswechslung predicted, die nicht kam. Und damit wird sich Pixie jetzt, denke ich mal, ungefähr auf der Hälfte halten können, bis sogar komplett voll sein. Er geht nochmal auf Abschlag. Ah, und damit verliert er abermals die 50-50. Jetzt kann Dickerchen halt theoretisch rausgehen, aber Dickerchen bleibt einfach auf minus 2 drin. Wobei ich gar nicht weiß, wenn das Unkenntnis Pixie sein sollte, zählt dann überhaupt der Drop mit rein? Weil das ignoriert ja, glaube ich, Statusveränderung. Und wieder der Abschlag. Also Bromley möchte hier einfach keinen Schaden mehr drücken. Obwohl jetzt klar ist, dieses Pixie will nicht rausgehen. Ja, und die Mondgewalt bringt es aber immer noch nicht über 50%. Jetzt kommt die Fullpara. Und jetzt könnte es auch mit der Mondgewalt über 50% droppen. Deswegen wird Bromley jetzt rausgezogen. Das war nicht optimal gespielt von Maxi. Da hat er oftmals den Switch predicted. Und ja, Kusha hat aber einfach gar keinen Bock zu switchen. Was natürlich suboptimal ist. Jetzt kommt Shirox rein, wird durch die Mondgewalt quasi keinen Schaden fressen. Aber kann mit dem Patronik sehr viel Druck machen. Und jetzt ist die Auswechslung sehr, sehr wahrscheinlich, dass Dickerchen hier rausgeht. Dickerchen geht dieses Mal auch raus. Dieses Mal wäre der die Kehrtwende also der richtige Play. Wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, dass genau jetzt der Patronenhieb kommt, weil ja, Maxi genug davon hat, immer die falsche Attacke zu drücken. Er geht auf Auflockern. Okay. Waren überhaupt Tarnsteine? Doch, doch, Tarnsteine von Pixie waren draußen. Okay, die sind damit also wieder entfernt. Was gerade für Tag das natürlich sehr wichtig ist und wir sehen hier die Überreste auf Shirox, also keine Anti-Feuerbeere. Demzufolge muss Shirox jetzt natürlich rausgehen in Erwartung der Feuerattacke und geht hier in Bromley. Bromley wird aber ebenfalls von der Feuerattacke nicht gerade verschont. Auch wenn es ein offensivfesten Bromley ist, macht das hier guten Schaden. Aber auch dafür ist Tag das immer ganz gut taktisch einzusetzen. Kannst du reinwerfen, durch den Rückzug kannst du aber direkt einen Konter reinbringen und das scheint Donarion hier zu sein. Ja, Simba hat gar keinen Grund, nicht auf Feuersturm zu gehen. Vielleicht ist es ein Walschal-Donarion, könnte sein. Und er dachte, okay, Pyroleo outspeede ich. Aber dieses Pyroleo hat ja, glaube ich, auch den Walschal von Kusha.
ja, auf jeden Fall gewinnt er damit nicht wirklich was und verliert sein Dunarion. So, jetzt kommt wieder Tektas rein, es kommt wieder Dickerchen rein und wir sind wieder in einer Position, ja, wo Bromley hier nicht viel machen kann. Da kommt auch die Fulpara. Würde ich nicht gerade Hexy nennen, weil Bromley ist sehr oft am Anfang durchgekommen, hat jetzt, glaube ich, erst die zweite Fulpara bekommen. Naja, jetzt kann wieder Scherox reinkommen. Theoretisch kann Kusha direkt damit darauf reagieren und in Pyroleo gehen. Pixie kann potenziell auch eine Feuerattacke können. Wobei wir hier, glaube ich, schon alle Moves gesehen haben. Weichei, Donnerwelle, die Tarnsteine und Mondgewalt, ne? Also ja, Scherox kommt hier auf jeden Fall easy, ohne Probleme rein. Jetzt kann wieder Pyroleo reinkommen. Darauf muss wieder mit der Kehrtwende reagiert werden im Prinzip. Es sei denn, er hat irgendwie Kraftkoloss oder sowas, aber ich glaube tatsächlich nicht. Es kommt der Patronieb tatsächlich. Ja, er dachte wahrscheinlich, ja, die Auswechslung in Simba ist zu offensichtlich. Ja, Kehrtwende wäre der bessere Play gewesen. Er landet immerhin den Crit, wodurch Simba immer weiter angechippt wird. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis Scherox in der Lage ist, dieses Ding hier rauszunehmen. Ja, da kommt die Auswechslung in Was treibst? Und das ist Ariados, was jetzt hier einfach droppen wird. Es sei denn, der Feuersturm misst. Aber er trifft, nimmt Ariados raus. Und damit holt sich Pyroleo hier einen weiteren Kill. Ja. Hat Tektas hart angedamaged, hat Dunarion rausgenommen, hat Ariados gefinished. Also Pyroleo macht hier einen sehr, sehr guten Job. Jetzt kommt Bromley rein. Bromley ist wieder in der Lage, einen Hit zu überleben. Aber es gibt halt wieder eine sehr gute Switch-In-Möglichkeit, nämlich in Dickerchen. Und ja, momentan spielt Kusha hier einfach komplett safe. Und Maxi versucht nicht, die Plays zu machen, die er machen muss, um hier noch irgendwie den Sieg zu holen. Jetzt macht tatsächlich Pixie einen Fehler und geht auf die Donnerwelle, weil hier der Switch-Out erwartet wurde auf Scherox, der letztendlich nicht kommt. Jetzt kommt der Wechsel. Mal sehen, ob Kusha nochmal auf die Donnerwelle geht. Ich bin gespannt. Kusha muss aber aktuell auch keine Plays machen. Er ist absolut abgesichert mit allen Mons, die so existieren. Und jetzt werden die Tarnsteine gelegt. Was wiederum gut ist, weil Scherox muss sich jetzt entscheiden, okay, gehe ich gegen den Switch auf Pyroleo vor oder gehe ich auf Auflockern? Pixie könnte theoretisch auch drin bleiben, aber Pixie kann halt nichts machen außer Donnerwelle drucken. Ob es das wert ist, drin zu bleiben, halte ich für fraglich. Und daher kommt Simba hier wieder rein. Ganz offensichtlich. Und Scherox geht auf die Kehrtwende tatsächlich. Lässt die Tarnsteine also liegen. Chippt damit Simba aber wieder entsprechend an. Und so langsam aber sicher kann Simba, glaube ich, nicht mehr so gut in Scherox reinkommen. Weil beim nächsten Mal könnten zwei Patronenhiebe vielleicht sogar schon ganz knapp reichen. Ich glaube noch nicht ganz. Aber Simba ist auf jeden Fall in der Range, wo das sein könnte. Simba geht hier gegen Pinsir raus, weil Mega Pinsir mit dem Ruckzuck-Hieb wahrscheinlich finishen könnte. Und genau das kann jetzt hier passieren. Vielleicht setzt Maxi aber auch darauf. Das wäre jetzt ein wichtiger Play, indem er hier nur auf den Schwertanz geht und sich setupt. Macht er nicht, geht auf Ruckzuck-Hieb. Und damit macht das gegen Jupiter immer noch okay in Schaden, muss man sagen. Jupiter wird auch langsamer sein, denke ich. Wodurch Pinsir hier direkt mit der Rückkehr hätte finishen können. Jetzt kann hingegen Arceus auf Schwertanz gehen und kann mit Turbo-Tempo outspeeden. Unser plus 2 Turbo-Tempo wird, wie wir schon aus vorherigen Kämpfen wissen, sehr großen Schaden machen. Auch wenn Pinsir physisch-defensiv echt strong ist und das noch tanken könnte, tankt es das hier nicht. Von daher war das meiner Meinung nach nicht der Play, hier auf Schwertanz zu gehen, weil wir haben gesehen, wie viel Druck zu Keep macht. Eine Rückkehr hätte, glaube ich, gereicht, um Arceus rauszunehmen. Und Arceus ist eben ein sehr gefährliches Pokémon. So sind wir in der Situation, wo Jupiter auf plus 2 ist, vieles outspeedet, jetzt ein plus 2 Erdbeben raushauen kann. Und da das Ding offensiv ist, macht es hier verheerenden Schaden, auch gegen Scherox. Was hier sogar nochmal auf Auflockern drückt, was gegen ein so starkes Arceus mit dem Turbo-Tempo nicht der Play ist. Weil jetzt kann Arceus, ja, kann Arceus jetzt hier Turbo-Tempo drücken? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, es sollte reichen. Und Turbo-Tempo kommt hier, nimmt Scherox raus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Überrumpler eine höhere Prio als Turbo-Tempo hat. Ich weiß, beide haben erhöhte Prio. Was von beiden jetzt mehr Prio hat, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob der Überrumpler ausreichen würde. Jupiter ist schneller mit Turbo-Tempo, wird demzufolge auch hier Tektas rausnehmen. Ja, das war an vielen Stellen einfach nicht so souverän gespielt von Maxi. Ein Pokémon bleibt zwar noch und das ist der Albtraum, was Maskeregen ist, was hier nochmal den Angriff auf minus 1 droppt. Das wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit gewesen, gegen Arceus vorzugehen mit dem Bedroher, aber schwierig. Ich denke, Pinsir hätte einfach angreifen müssen. Ich meine, wir kennen das Set von Arceus mittlerweile auch, aber Schwertanz, Turbo-Tempo ist halt wirklich das Standard-Set auf dem normalen Arceus.
Ich kann aber verstehen, wenn viele Leute vielleicht mit den U-Bahn noch eben noch nicht so viel Erfahrung haben, was so die Standardsets sind, wovor man Angst haben muss. Und ich denke gerade jetzt, wo diese Kämpfe mit Turbotempo, Schwertanz, Arceus revealed wurden, wird niemand mehr auf Schwertanz, Turbotempo oder die wenigsten werden darauf reinfallen, sag ich mal, und dagegen dann vielleicht etwas offensiver vorgehen, denn oftmals ist Offensive die bessere Verteidigung, wie auch in diesem Fall. Ja, Kusha holt sich hier auf jeden Fall, glaube ich, mit seinem 6:0 sogar. Ich glaube, mit einem 6:0 sogar seinen Sieg hier gegen Maxi. Maxi hatte an vielen Stellen gute Chancen, richtig, richtig viel Druck zu machen. Beispielsweise mit Pinsir gegen Arceus, das einfach rauszunehmen. Mit Druck zu Keep nimmt er auf jeden Fall Pyroleo raus. Und er kann auch gegen andere Pokémon potenziell ordentlich Druck machen. Ob er letztendlich mit Pinsir durchgegangen wäre, ist sehr, sehr anzuzweifeln, weil das eben schon durch die Tarnsteine angedamaged war. Und dringend einen Schwertanz noch gebraucht hätte. Nur war es eben gegen Arceus, glaube ich, nicht der richtige Moment. Sondern wahrscheinlich dann eher, gegen Pixie ist auch schwierig, weil das eine Donnerwelle hat. Schwierig, ob es da überhaupt den richtigen Moment gab. Da ist vielleicht wichtig, dann außerhalb oder aus dem Team heraus noch ein bisschen Unterstützung für Pinsir zu geben, dass Pinsir diesen Schwertanz safe rausbekommt mit Wunschträumen, mit dem Bedroher von Maskeregen beispielsweise oder, indem Pinsir einfach in gute Positionen reingebracht wird, die gegen Kusha nicht zwingend vorhanden waren. Dennoch ein schönes Match, denke ich mal. Käfer gegen Normal. Normal holt sich hier den Win. Und von daher GG an Kusha, aber natürlich auch an Maxi. Viel Erfolg dir weiterhin auf der Ordenjagd und ja, viel Erfolg Kusha weiterhin beim Aufstellen der längsten Siegesserie bisher. Es sieht sehr gut aus für ihn. Er ist seit fünf Spielen ungeschlagen und seit 3 Spielen gewinnt er. Er hat aber auch, würde ich sagen, aktuell das stärkste Team von allen Leitern, die hier aktuell kämpfen. Von daher wünsche ich ihm natürlich weiterhin viel Erfolg, denn eine Hürde darf es ja, oder eine richtig krasse Hürde darf es natürlich gerne wie auch im AB2 geben. Und das war damals schon cool mit Normal und wir sehen, Normal ist weiterhin gut dabei. Aber ich bin sehr gespannt auf eure Top 3 Typen, die ihr so predicted. Ja, wir springen jetzt rein in Kampf Nummer 2 für heute. Let's go! Wobei ich gerade feststelle, dass das ja der letzte Kampf war, der zweite Kampf für heute. Mensch, Leute, was ist hier los? Eventuell habe ich Glockys Kampf wieder vergessen, aber stimmt, der kam ja noch davor. Dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder mit einem weiteren Part und bis dahin und tschüss. Bye, bye.